Blumenbestimmungsunterricht für Praktikant Johannes Merkert. Seit April ist er jetzt im Biosphärenreservat. Trotz der tollen Umgebung, Praktikanten sind hier Mangelware und werden dringend gebraucht. Für mehr Mitarbeiter fehlt das Geld. Die Praktikanten braucht man für sehr viele Aufgaben. Wir haben viel mit Landwirtschaft zu tun, auch mit Forstwirtschaft, mit Regionalentwicklung, mit regionalen Produkten. Also die Bandbreite ist sehr, sehr umfangreich. Johannes hat in seinen 2 Monaten schon viel von den Mitarbeitern auf der Wassergruppe gelernt. Jeder weiß auch mehr über oder andere Aspekte über die Rhön. Und andererseits natürlich auch, weil man einfach auch rauskommt und viele Orte und Locations trifft, die man so eigentlich noch nie gekannt hat. Mit einer Finanzspritze aus der Umweltlotterie könnten sie den Praktikanten eine Aufwandsentschädigung von 300 Euro monatlich bezahlen. Für die Rotmilanbeobachtung etwa brauchen sie dringend Hilfe. Eine zeitaufwendige Aufgabe. Praktikanten sind allerdings nicht immer an der frischen Luft. Johannes wird später gemeinsam mit Thorsten Raab einer Schulklasse etwas über Haus- und Wildkatzen erzählen. Nachher, wenn die Kinder und Jugendlichen kommen, wollen wir denen einfach mal die Felle zeigen. Ja? Da haben wir hier extra das Wildkatzenfell mitgebracht. Das sieht man gleich, das ist eine ganz andere Farbe. Wichtiger Unterschied ist auch hier der Schwanz. Das ist eigentlich ein deutliches Merkmal für eine Wildkatze. Diese Streifen, diese... Schnell wieder nach draußen, denn Johannes hat heute das volle Programm. Umfrage bei Gästen im Biosphärenreservat. Wie gefällt es den Besuchern rund um die Wasserkuppe? Dann endlich Entspannung. Thorsten Raab hofft auf viele Bewerber, vor allem auf jüngere Menschen, die mal für ein paar Monate andere Luft schnuppern wollen. Wir bieten das an für Schulabgänger, aber auch für Studenten aller Fachrichtungen, die im Grunde Bezug haben zu Naturschutz, zu Wald, zu Landwirtschaft, Natur- und Landschaftspflege, aber auch Regionalentwicklung, Regionalplanung. Johannes bleibt noch 1 Monat auf der Wasserkuppe. Ein neuer Praktikant wird noch dringend gesucht.